Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir werden heute, ja, auch wieder ein bisschen weiter trainieren und leveln. Die Leute nämlich, die, ja, am weitesten zurückliegen, das sind eben unsere drei Herrschaften minus Zidane. Zidane ist sowieso okay, aber man darf ihn leider nicht wechseln zu einem anderen Charakter, den man brauchen könnte. Aber ist nicht schlimm, wir haben Level-Up-Trainer, wir haben Ability-Up-Trainer, die lernen die Fähigkeit schneller, als ich mich freisetzen kann. Eins, zwei... Siehst du? Und, ja. Ich bin gute Dinge. Ja, passt das hin. Ich bin gute Dinge, dass wir auch weiterhin so dort vorankommen tun. Bravo, Steiner. Und, ja. Wenn eben keiner mehr die Fußkette braucht, möchte ich noch vorher einmal noch schnell zurück nach Lindblum, wenn es möglich ist. Oder eben, ja, Dorf der Schwarzmarke geht ja nicht, da ist ja kein Schmied momentan hier. Aber ich möchte dann auf alle Fälle ganz, ganz gerne diesen einen Gegenstand noch schmieden. Hoppla, ich nehme das Falsche. Die wollte ich eigentlich brauchen. Ups. Bald verbraucht. So. Tschüss. Ich will dann nur mehr die High Potion im Inventar haben. Die normale Potion, die bringt es jetzt mittlerweile nichts mehr. 150 ist halt echt wenig. Was sie halt tut. Ja. Na, du Blümchen. Ja, wo habt ihr dein Level up erreicht? Der ist schon 36 bist du. Das geht gut. Das geht echt gut. Und ich glaube, der Steini, der Steini-Stein, hat wieder was gelernt, oder? Ah, der Sturmangriff vom Korallenschwert, was? Es gibt ja kein besseres Schwert momentan für ihn, also, ja. Muss er die Krot jetzt schlucken? Und mit dem Schwert weiterkämpfen. Schauen, was er denn da Schönes gelernt hat. Ich glaube immer Refleck, jawohl. Das heißt, er kriegt was Neues. Immer lebe das. Wo kann man ihm geben? Wie gesagt, hier geht ja gar nichts mehr, ne? Da ist ja alles Ende im Gelände. Ja, ja. Passt. Bam, 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 bam. Der nächste Gegner kann schon kommen. Und es ist langweilig. Wir kommen schon gut voran. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gemacht. Ja. Bam. Bam. Na, ist das schön. Sobald die jetzt dann, ich würde mal sagen, ja, diese Truppe Level
Ja, Level 40 wird echt geil, aber da müssen wir noch sicher zwei Parts locker leveln. Fürchte ich. Aber wir müssen so durchbeißen. Wir beißen ganz einfach durch. Gemeinsam schaffen wir das. Durchgebissen und fertig. Wie ein Hund ein Stromkabel durchbeißen kann. Genau. Der nächste Krater. Einmal Level Up für Quina, einmal für Freya. Wunderbar. Freya, 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 Freya. Du kriegst Potions, damit es dir wieder besser geht. Kannst alle haben, so. Weggesoffen, das Zeug. Die Fußkette ist somit einmal schon frei. So, die haben wir schon einmal erledigt bei ihr. So, was denn nun? Was denn nun? Ist irgendwas Wichtiges? Schaut jetzt so richtig aus. Dann nehmen wir doch ganz einfach die Zauberstiefelchen. Kann diese Fußkette jemand anderes verwenden? Zum Beispiel? Nein? Du vielleicht? Du bist gleich noch hier beschäftigt, ne? Aber mal zu Bauer schauen. Nein? Der gute Steiner? Kannst du die tragen? Dann wird es eher was für die Mädels sein. Spagat. La 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 la. Wie was? Oh, das ist schon. Das ist die Beschwörungsmelodie für Gegner.
Druckstand Level Up erreicht. Subi. Super duper. Kann denn nicht, warte mal, konnte nicht Queena was heilen? Das da? Piep, piep, piep. Dann halt nicht. So. Bam, 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 bam. Und der nächste. Wäre mal ganz toll, wenn wieder so ein Viech daherkommen würde, welches wir Jadestein verfüttern könnten. Die würden unsere Fähigkeiten echt hoch pushen. Vor allem mit dem Ability Up. Boah, das wäre ein Fest. Erreicht und Queena hat was erlernt. Das ist schön. Können wir gleich mal klubschen. Anlegen. Jawohl. Was nehmen wir als nächstes? Nichts mehr, du bist fertig. Echt? Du kriegst die Gemeinstiefel. Gut, Queena ist fertig. Das bedeutet, Gruppe zusammenstellen. Ich muss aufs Schiff. Wir können Gruppe neu zusammenstellen. Ich muss kurz aufs Schiff. Wir können Queena dabei beiseite stellen. Das hört sich schier und gemein an, ich weiß. Aber wir können dafür zum Beispiel Lilly hernehmen. Die gute ist sowieso momentan nicht so gut im Kämpfen. Ich nehme Aiko. Ich werde Aiko nehmen. Was war denn das jetzt? Zitane. Ich glaube, da war zu einem Problem. Ja, Fred Level Up erreicht. Ach Gottchen, bei jedem zweiten Kampf schon wieder wup, 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 wup. So, ich will da einsteigen. Warte, da gab's doch... Ach, wie ging das noch? Ging das mit B? Na, das war so verkehrt. Entschuldigung, nichts. Ich glaube, ich musste erst ins Schiff einsteigen, damit das ging. Also, dann einsteigen, bitte. Jetzt, glaube ich, konnte ich was machen. Ah ja, genau so. Mit V kann man dann dort her, genau, und dann kann man seine Gruppe neu zusammenstellen. Kann man das bei dir machen? Ja. Und zwar, Queena kommt raus, du bist raus. Und stattdessen nehmen wir, boah, das ist glaube ich gleich stark, Ene Mene Mu. Und dran bist wahrscheinlich du. Ich werde Vivi vielleicht nehmen. Oder ich schaue wegen Fußkette, nehme die Lilly mit. Aber die ist halt momentan ein bisschen schwer zu handeln. Nehmen wir doch Vivi. Warte mal, aber mit anlegen, kontrollieren, ob er dingen darf. Fußkette. Na, nichts da. Hat er sonst irgendwas? Immer nehmen wir das. Der hat echt nicht viel. Weißt du was, dann nehmen wir doch vielleicht ein Mädel mit. Nehmen wir die Aiko mit. Entschuldige, Vivi.
Wir machen das mal so. So. Die Eiko. Die Eiko. Die hübsche, süße Eiko. Das Mäuschen. Das liebe Mädel. Die Eiko. Die Eiko. Die, sind das Englisch? Edelbärde. Fußkettchen. Ja. Das geben wir ihr gleich als erstes, auch wenn wir das andere eventuell brauchen könnten. Und Ability müssen wir noch kontrollieren. Level. Nein, nichts benutzen. Anlegen. Dingens müsste sie haben, Level hoch. Na, hat sie nicht einmal. Schockschwere Not. Kein Ability ab und nix. Oh mein Gott. Das ist natürlich nicht gut. Druidenstab. Multistab gehört noch fertig gemacht. Also Multistab einmal als erstes. Dann was haben wir da? Nix. Zauberarmreif. Können wir Egoistenreif nehmen. Da musst du schon. Da. Da haben wir noch Shell. Motion. Ability ab, da bekommt sie Seidenkleid. Und tut mir leid, die Fußkette geht momentan noch nicht. Wir brauchen Level up. Level up, die Edelbärle. Gut. Müssen wir so kurzzeitig mal machen. Mit Anlegen. Nix so. Ability. So. Ability anlegen. So wollte ich haben. Einmal mit Level Up. Dann müssen wir was loswerden. Immer Regen, glaube ich, durch mal weg. Das konnte heilen, glaube ich, ne? Jetzt wurscht mir das kurzzeitig weg. Auf Ability Up. Was kommt? Urschrei. Verhindert Schweigen. Verhindert Schlaf, Frost und Blut, nehmen wir das noch mit. So, das ist schon. Ups, nehmen wir es so mit. Ich möchte weiter, bitte. Ja. Nehmen wir die süße Eiko mit und gut ist. So. Nicht einsteigen, weiterlaufen. Brav. So, da können wir noch ein bisschen was leveln. Und vor allem, dass ich sagen, dass sie die Fußkette fertig bringt. Scheinbar ist es dann echt nur noch die Lilly, die die Fußkette lernen muss. Das werden wir dann vorziehen. Und, also sie werden wir vorziehen. Und dann passt es schon. Zack. Die erste ist schon zusammengebrochen. Usch. Die kleine Eiko. Und der Steiner macht's kaputt. Bravo! Sehr gut. Saubere Arbeit. Und Shell ist fertig. Bravo, Eiko! So schnell kann es gehen. Das heißt, du bekommst schon wieder was Neues. Einen neuen Stab, eine neue Waffe, den Zauberstab, alles klar, da ist Wicht dabei. Du kleiner Wicht. Da waren wir schon, da ist wirklich nichts. Gut. Wie gesagt, so ein süßes Monster, das um Jadestein bettelt, das hätte ich jetzt echt gern. Also nicht bettelt in Form von Kampf, sondern wirklich, ich will haben. Ein Würmchen. Und die Eiko, wenn du das so in Ruf, ist ja immer noch nur 10 hier, ne? Dann machen wir doch mal. Ui, Steiner könnte mal eine Heilung brauchen, meine gute Eiko. Beim nächsten Mal. Roll der Natur. Tschüss. Weg ist das Würmchen. Aber gar nicht mehr so viel Schaden angerichtet. Gratuliere! Eiko und Steiner Level Up erreicht und ich glaube Eiko hat was erlernt. Das müssen wir gleich überprüfen. Liebe Eiko, was hast du erlernt? Level Up. Kann das sein? Ich glaube, sie hat Level Up erreicht. Dann tun wir den Zauberarmreif geben. Ich glaube, sie hat es geschafft, das gute Ding. Brave Eiko.
Nichtsdestotrotz muss man auch die anderen Sachen lernen. Ja, jetzt mache ich schnell die Fußkette wieder loswerden. Aber warte mal, ich glaube, dort war jetzt kein Ability Up, ne? Das heißt, streng gesehen könnte ich das wieder tauschen und schnell die Fußkette machen. Das war mein Glück, habe ich das kontrolliert. Ich denke nochmal. Oh, die Steine hat wieder abgekommen. Nein, ich wollte heilen. So viel das. Jawohl, das war's mit dem Mönch. Ja, ein bisschen. Ja, yeah, Freya hat eine neue Fähigkeit erlernt, Subi. Können wir auch gleich schauen, ob wir ihr was Neues anziehen dürfen, beziehungsweise. Ja, bitte heil den Kugelsteiner. Er ist so eigentlich ein ganz ein Lieber, wirklich, ich schwöre. So, Freyerlein. Was können wir dir jetzt geben? Wenn ihr Freya bekommt, etwas Wichtigeres. Ich würde sagen, Schwarzgurt, ha? Der Schwarzgurt wird sich machen. Oder wir gehen stur der Reihe nach. Das können wir auch machen. Das sind eh nur 20. Das heißt 10 Kämpfe. Na, weniger 5 vielleicht, dann wäre es schon fertig. Ah, siehst du, dass ich depp. Eikolein vergessen. Meine Güte. Anti-Reflex. Level Up hat sie schon. Ability Up ist da. Das gefällt mir gerade sehr gut. Jetzt kann sie normalerweise die Fußkette haben. Gehen wir jetzt mal im Vorhinein. Hier. Da können wir im nächsten Part noch ganz fix der Lilly die Fußkette geben, die die Fähigkeiten erlernen lassen. Dann brauchen wir die Fußkette eigentlich nicht mehr, dann können wir sie verschubsen. Außer Mahagon braucht sie noch. Den müssen wir noch auch überprüfen. Wenn er sie nicht brauchen tut, dann können wir sie gleich weiter verarbeiten. Einmal kann sie noch rufen, dann ist der Mana vorbei. Dann können wir ein bisschen Ether verabreichen. Ui, Eiko ist bald böse. Also, in Trance. Verfehlt. Aber jetzt nicht der Ernst. Das stimmt, ist klar. Mit Eiko ist böse. Ah, Glück gehabt, das geht jetzt nicht raus. Und sie dann, zack. Jawohl. Sehr gut. Dabei nichts erlernt, kein Level Up, mal eine ruhige Runde, also ein ruhiger Rundenabschluss. Ether wollte ich geben. Schwing! Die anderen haben eh noch genug. Passt. Lauf, 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 Zidane. Lauf, 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 lauf. Bam, bam, bam. Erfahrungspunkte hier und schleicht mich das. Aha, ich wollte es jetzt nicht mal. Eiko ist richtig böse und sauer. Du hast keine Mädchen? Na, warte, das teile ich dir heim. So, und jetzt fährt Eiko an. Aber es reicht nicht, es reicht nicht. Nein, meine Damen und Herren, es reicht. Aber jetzt, Steiner macht das.
hat Level Up erreicht und Steiner hat was erlernt zu spielen. Wenn wir gleich kontrollieren. Ich kontrolliere dich, Steiner. Ob du etwas Neues ankleiden kannst, noch, oder ob du eh schon fix und fertig bist. Na, da geht noch einiges. Bitte. Dann haben wir gleich den Elfenohrring. Perfekt. Und der nächste Gegner ist da. Die ab und das Level ab ist halt echt ein Träumchen, muss ich wirklich sagen. Da ist das Ganze gleich so viel einfacher. Ist ja klar, dass du das einsetzt, den größten Gegner. Und wieder mal die Zitane ab. Boah, Steiner! 3000! Das war heftig. Ja, ich habe Adrenalin erlernt. Adrenalin. Dann klubschen wir doch gleich, ob sie wieder was Neues ankleiden darf. Tobsucht. Ah, okay. Ah, schau, die Fußkette ist schon so gut wie fertig. Ich begebe mich mal zurück zum Schiffelein. Und hoffe, dass wir noch einen Gegner abbekommen. Ja! Das läuft, das könnte doch gar nicht besser laufen. Icon Level Up erreicht und Freya und Icon haben was erlernt. Sehr gut. Das bedeutet wieder umziehen, ne? Anlegen. Ich glaube, die Fußkette ist somit erledigt. Das bedeutet, was geben wir dir? Ich würde sagen, ja, geben wir dir doch den Rubin. Das ist nämlich dein Edelstein, sag ich mal. Kann auch Freya was Neues ankleiden? Ja. Und zwar Hermesstiefel. Boah, das braucht lang. Das braucht ewiglich. Was soll man tun? Das gehört halt alles dazu. Oh yeah. Was sollen denn wir machen? Eiko kommt mit. Tauschen wir mal aus. Und kontrollieren wir, ob er was braucht. Lala. Paragon, kannst du die Fußkette tragen? Tatsächlich. Mich trifft der Schlag. Der kann das wirklich. Gut, das dauert dann doch länger als erwartet. Paragon kann es tragen. Dann würde ich trotzdem sagen, wir benutzen sie. So, dann haben wir das Elend gleich überstanden. Das hört sich jetzt gerade schick an, aber wie gesagt, Lili ist nicht ganz bei sich momentan. Die Arme. Da brauchen wir eigentlich nur Lindern. Das ist auch nicht schlecht. Könnte man Lindern über 5 Hausecken erlernen? Nö. Schaut nicht so aus. Dann lassen wir die Fußkette drin und nehmen Lili mit. Passt mal. Das geht normal eh recht flott. Hoffe ich mal. Kann losgehen. Wenn ich jetzt großes Pech habe, hat sie kein Ability Up. Level Up wäre jetzt nicht so schlimm. Ability Up wäre jetzt da tragisch, wenn sie nicht hätte. Ability. Was hast du denn da, meine Gute? Tatsächlich, sie hat... Obwohl, doch. Ability Up. Wunderprächtig. Das heißt, zum Abschluss des heutigen Tages werden wir noch einmal kämpfen. Das war jetzt auf Stichwort. Und dann wird heute wieder der Part beendet. Getan tut. Im nächsten schauen wir, dass Lili die Fußkette fertig bringt. Dann werden wir Maragon mitnehmen. Oh.
habe ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen zu heilen. Aber ist wurscht. Ja. Das fällt gerade nicht ins Gewicht. Sehr gut. Standard Level up erreicht. Bravo. Lilly hat Level 31? Wie zum Teufel geht das denn? Auf jeden Fall. Ich werde mir ein Zelt genehmigen. Ja, zum Abschluss des heutigen Parts. Und wir werden speichern. Da. Ich würde sagen, wieder hier rauf. So. Saubere Arbeit. Perfekt, das war's dann wieder für heute, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!